Ein Zimmer, eine Farbe-Challenge. Ja. Sehr niedlich. Sehr niedlich auf jeden Fall. Also ich finde es auch sehr, also ich würde hier auf jeden Fall wohnen wollen. Hey Leute, was geht? Katja hier bei Spielbibel Apps and Games und heute mache ich eine Challenge mit mir selbst. Heute bin ich leider alleine, aber das ist kein Problem. Ich mache heute ein Zimmer, eine Farbe-Challenge. Also, ich habe hier mein rustikales Haus. Ich habe hier 5 Zimmer und die würde ich sehr gerne. Also, mal gucken, was ich jetzt noch mit meinem Balkon machen kann. Vielleicht mache ich es entweder bunt oder ich mache es noch in der 6. Farbe. Aber mal gucken. Ich werde auf jeden Fall 5 Zimmer hier gestalten und dafür habe ich ein bisschen Freiheit, würde ich mal sagen. Also es ist keine zeitlimitierte Challenge. Ich würde auf jeden Fall die ganzen 5 Zimmer auch so gestalten, wie ich die möchte. Und auf jeden Fall mehr so in einer Farbe. Also ich würde es auf jeden Fall nicht so unbedingt so richtig krass nur in einer Farbe machen. Also zum Beispiel nur roten Gegenstände aussuchen oder nur blaue Gegenstände. Ich würde es auf jeden Fall schon ein bisschen mixen, aber das ist halt der allgemeine Vibe von dem Zimmer quasi immer eine Farbe ist. Also, ich würde mir einfach nur sagen, ihr könnt mir gerne mal zuschauen, wie ich das alles baue. Es wird ein bisschen beschleunigt, weil es wird auch sehr wahrscheinlich ein bisschen lange dauern. Wie ihr mich kennt, dann bin ich ein bisschen länger, was so Buildings angeht. Von daher, viel Spaß beim Anschauen.
Es ist soweit. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Zeit dafür gebraucht. Aber, also ich habe jetzt eine Wohnung nach Farben wieder sortiert. Es war nicht wirklich so eine Freiheit, weil ich habe es trotzdem richtig auch wirklich probiert, eine Farbe zu benutzen oder zwei zu kombinieren ungefähr. Von daher dachte ich einfach nur, ich starte mit der roten Küche. Zwar vielleicht nicht so wirklich schlau, die Küche wäre ganz gut in, also würde ich zum Beispiel finden, ganz gut in grün, weil es sehr viele Küchensachen gibt in grün. Aber warum nicht? Ich dachte einfach nur, wir machen es einfach nochmal so. Ich habe schon angefangen, von daher, ich wollte nicht neu anfangen. Also die Küche sieht bei mir so aus, ich finde die mittlerweile, finde ich so richtig so ziemlich süß eigentlich. Also ich fand die am Anfang nicht so wirklich gut, aber mittlerweile denke ich mir so, ja. Sehr niedlich auf jeden Fall. Wir gehen einfach nur mal weiter zu meinem Badezimmer. Aber nur sehr schlicht, also konnte ich leider nicht viel machen, weil es sehr wenig Raum gab in dem Raum. Aber wo... Ich frage mich gerade, warum ist da so ein Salzstreuer? Ups, das haben wir nicht gesehen. Hier habe ich auf jeden Fall... Ja, ich konnte nicht viel machen leider, aber ich finde das auch total in Ordnung. Ziemlich schlicht, und ich wollte total so nach Regenbogenfarben gehen, deswegen dachte ich mir so, es muss in Gelb sein. Es muss was in Gelb sein. Und von dem Raum her ist es halt das Beste. Vielleicht nicht das beste Badezimmer, aber egal. Das ist jetzt unser Wohnzimmer. Finde ich total niedlich tatsächlich. Ich habe sehr viele Pflanzen reingepackt. Hier ist alles schön in Grün. Ich finde es wunderschön. Also ich mag total. Ich mag das total. Also ich finde es auch sehr. Also ich würde hier auf jeden Fall wohnen wollen. Das ist das Schatzzimmer von den Eltern. Also ich habe so mir vorgestellt, dass es quasi eine Familie gibt mit einem Mädchen, was halt so ein bisschen rebellisch ist. So cute. Pinky. Die Eltern sind es halt. Also ich finde total schlicht. Eigentlich, also für ein so Elternschlafzimmer ist es auch sehr schön. Also es ist sehr so ein bisschen in Blau. Also ich finde es total gut und ich glaube, man erkennt, dass es blau soll sein soll. Upsi, ja, ich glaube, man erkennt es schon, ja. Und das ist das letzte Zimmer, da hatte ich, glaube ich, am meisten Spaß. Also ich mag es total. Es ist sehr bunt, es ist sehr kunterbunt. Also es sollte eigentlich violett sein, weil... wegen Regenbogenfarben, aber ich dachte mir so, es ist doch auch schön, wenn das so pink ist. Also ich habe einfach nur zwei Farben kombiniert und ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Ich finde es total gut. Also ich habe jetzt meinen Balkon gar nicht angefasst, weil, welche Farbe soll ich da reinpacken? Ich habe eigentlich schon fast alle, außer Orange, aber egal. Also hier ist mal Rot, hier ist mal Gelb, es ist Grün, es ist Blau und es ist Violett, Rosa, Lila. Alles mögliche mäßig. Also Leute, falls mein Video heute euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.